Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Daisy. Ja, es ist immer noch die Mod von Arma 2, in der es ums Überleben gibt, ihr kleinen Lutscher. Oh, ja. Der Bram ist wieder am Start. Jay ist natürlich immer noch pisst. Ja, der ist immer noch pisst, obwohl das mittlerweile schon relativ lange her ist. Und wir sind immer noch auf der geilen Insel. Ich habe die Kommentare dazu noch nicht gelesen, weil das Video dazu logischerweise noch nicht online gegangen ist. Aber wahrscheinlich haben wir dafür ein bisschen Flack kassiert, dass lange nichts passiert ist. Mir fällt gerade ein, wir haben eine neue Arma 2 Version. Wie kann man denn jetzt hier die UI umstellen? Ich auch sofort, aber ich gucke jetzt mal live in der Aufnahme nach, ob wir überhaupt so viel Ärger gekriegt haben. Wir sind ja noch nicht auf der Insel. Stelle ich den Debug-Monitor jetzt aus oder stelle ich den an? Ich würde den anlassen. Also wenn ich mir so die Daumen runter angucke und die Daumen hoch Verhältnisse, dann würde ich sagen, die Leute gefällt unser Spielstil. Ja, zumindest wir haben nicht so sehr krass runter. Um den Sack gekriegt, wie beispielsweise als ich daneben geschossen habe, beziehungsweise versagt habe, wie bei dem Sniper. Ja, also wir sind hier immer noch oben auf der geilen Stelle, auf der geilen Insel. Sind jetzt natürlich auf dem neuen Server. Ich habe jetzt Debug-Monitor auch wieder angestellt, das heißt, man sieht wieder meinen Namen, aber den habe ich selbstverständlich geändert für euch kleinen Nutten. Ich habe den auch wieder angemacht. Leute, ich habe null Sicht und null Hören. Ich auch. Kann doch auch wenn ich renne. Ja, das heißt, der Debug-Monitor ist schon mal verbuggt. Ja, ist schon mal awesome. Und Optionen, Game Options, dennoch gibt kein und Default, was war Default? Ach, genau, Default. Entschuldigung. Ich glaube, bei Default hat man noch die Punkte rechts und links, die auch relativ wichtig sind. Aber du hast oben den Debug-Monitor nicht mehr. Was hast du denn bei None? Das würde mich ja mal interessieren. Nix. Oder das ist ja wirklich gar nichts, das ist ja krass. Ja, wobei, du hast immer noch rechts oben. Aber woher sollst du wissen, dass du essen musst? Das finde ich ein bisschen schwierig. Weißt du, selbst wenn du jetzt quasi, ich sag jetzt mal, im echten Leben über so eine Insel gehst, dann hast du wenigstens deinen Magen, der dir sagt, ja genau, so, hab Hunger. Ich habe Feuer gemacht. Ne, ich mach mal hier wieder voll debuggt. Das bin ich ja auch gewohnt und so. Find ich auch nicht schlecht, wenn ich weiß, wie viele Zombies ich gekillt habe. Und wie viel Blut ich habe vor allen Dingen. Mal gucken. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, generell von diesen Debug-Einstellungen. Ja, müsst ihr so mehr in die Kommentare schreiben. Aber nicht nur so ein Bullshit wie erster, nee, doch nicht. Sondern eine konstruktive Kritik, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Vielleicht auch das, was wir mal machen sollen oder ähnliches. Also jetzt nicht so, rennt mal einmal durch Tscherno durch und schießt dabei laut, sondern wirklich vernünftige Dinge. Dann würden wir die eventuell auch mal angehen. Aber falls euch da irgendwas einfällt. Ja, ich kann es ja nicht sicher verstehen. Oh, da sind da viele Zombies gespawnt. Oh ja, aber der Heli ist nicht da. Da sind aber auch Militärzombies gespawnt, oder? Nee, das war nur ein Skin. Hat mich vertan. Sollen wir mal umdrehen Richtung Land? Ja, warte mal. War hier nicht noch irgendwo ein Punkt? Zwei. Also einmal klein, ganz klein fressen und ganz klein Industrial. Na, erstmal in die Toilette gucken hier. Ja, da ist leider nur Scheiße. Ha! Und der andere ist hier der Schuppen. Achso, okay. Das Haus hat damit nichts zu tun. Nee, dann ist hier leider immer noch nichts. Na gut, dann müssen wir uns jetzt mal wieder auf die lange Reise über den Ozean machen. Oh ja. Wo ist denn der Bram eigentlich? Auf dem Weg den Berg runter. 10 Meter vor dir. Ah ja. Ah, ich habe meinen Skin geändert, also und meinen Namen auch wieder. Ich bin jetzt ein Chinese. Bram ist der für diese Bzi. Session. Oh ja. Wenn die nicht kennen, Gangnam Style. Das Lied hat mich total gefesselt. Sind wir mal gespannt, ob wir hier wieder Fahrräder finden. Bin gespannt, ob wir irgendwie. Boah, ganz ehrlich, wir werden an einer richtig dummen Stelle, werden wir jetzt zeitnah sterben, ey. Irgendwie im Urin. Lass mal wieder an meinem Rockstar-Getränk trinken. Ja, schon leer. Schon leer? Ja, wir mussten ja auch 30 Minuten warten für. Bloden, ey. Ja. Mal kurz die Küste abgucken, ob da irgendwann einer läuft. Ja, ich sehe auf der Küste. Ich glaube, ich sehe auf der Küste sogar einen Hasen. Ach stimmt, du hast immer noch dein geiles rotes Visier. Ja, wir haben jetzt einige Tage nicht gezockt. Ey, Leute, den sehe ich auch. Ja, sonst sehe ich an der Küste überhaupt niemanden. Ach, da ist ein Vogel. Mein Gott, ey. Ja. Nein, ich sehe niemanden. Darf ich jetzt mal sofort wieder. Ich glaube, ich schneide da diesmal komplett raus, die Schwimmerei.
Selbst mit absoluter Geschwindigkeit ist das immer noch irgendwie anderthalb Minuten, wo man nichts versteht und wo man einfach nur zuguckt und denkt, Ja, dann bis gleich. Bis gleich. Ich bin wieder da, auf uns wird geschossen. Ich gehe nach rechts ab. Aua, ich bin einmal getroffen worden. Fuck, ey. Ich versuche gerade zu den Steinen zu kommen. Hast du herausgefunden, von wo? Ich bin einmal getroffen worden, bin zweimal getroffen worden. Ich bin tot. Weißt du von wo? Ne. Gott sei Dank schießt es ja gerade noch schlecht. Alter, ich hab mega Glück gerade. Der schießt so derbe Scheiße. Das ist ja wieder so typisch, ey. Hat er mich gerade einmal getroffen. Nimm schon Stein. Blute nicht mal bis jetzt. Okay, jetzt blute ich. Kann man sich im Wasser dingensen? Glaube ich nicht. Oh Mann, ey, da sagt, ich habe ja Gott sei Dank ein wireless Headset und da sagt mir Dennis gerade, während ich noch auf Toilette sitze, wir werden beschossen. Ich so, nein, das kann nicht euer Ernst sein. Ich sollte ja die Ladezeiten rausschneiden. Moment. Lol, jetzt sehe ich sogar, wo der ist. Ja, Moment, Bram muss mal kurz erzählen, was passiert. Das ist gerade spannend. Also seid jetzt nicht böse. Ja, der sitzt halt mitten auf dem Wasser auf so einem Felsen. Und ballert halt noch auf mich. Das Problem ist, ich gehe jetzt hinter einen Felsen. Wieso haben wir den denn nicht gesehen? Weiß ich nicht. Und werde halt jetzt verbluten. Weil ich halt leicht am Bluten bin. Echt ganz leicht. Ich gehe in 10er Schritten nur runter. So, jetzt trifft er mich nicht mal mehr. Aber jetzt werde ich einfach kaputt gehen. Scheiße, ey. Ich kann hier nichts machen. Ja, noch 90 live. 80, 70 und... Das war's mit dem Dennis. Oh, fuck, ey. Jetzt die große Frage, ob man im Wasser überhaupt irgendwie so eine Kacke... Muss ich jetzt drücken? Abort. Yes. Ja gut, dann kann ich ja jetzt kurz die Ladezeiten rausschneiden. Bis gleich. Eine Drakon... Also, zwei Quadranten. Zwei Quadranten weg. Ich bin in Drakon gespawnt. Das ist ja die Frage, ob man sich im Wasser seine Kram wirklich wiederholen kann oder nicht. Genau, das weiß ich eben auch nicht. Weißt du schon, wo du gespawnt bist? Loading. Boah, okay. Das zackt jetzt aber derbe, ey. Leck mir am Arsch. Während ich am Loaden bin, ich will mir kurz ein Wasser holen. Wasser. Ja, das zackt jetzt echt derbe. Bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob sich das lohnt, jetzt da hinzurennen. Vor allem, wenn Dennis sagt, der stand mitten im Wasser auf so einem Felsen, das finde ich ja schon ein bisschen sonderbar. So, Reh. Baby. Jetzt muss ich aber, glaube ich, echt ganz schön weit laufen, oder? Du musst an Kameshoro vorbei. Und dann siehst du, wenn du dran vorbei bist, siehst du die Insel schon rechts von dir dann. Und jetzt mach schneller Loading, du Wichser. Das ist ein Stück. Vor allem, wie nah sind wir eigentlich bis... Ah ja, ich weiß, wir waren ungefähr zur Hälfte oder so, oder? Ich bin sogar nochmal zurückgeschwommen. Ich bin quasi näher an der Insel als auf der anderen Festland. Oh, scheiße. Was hat er eigentlich auf uns geschossen, ey? Er hat so richtige Linien über das Wasser gezogen, in meiner Perspektive. Wir legen ein Maschinengewehr auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Aber der Krasse ist, der hat mich ohne Spaß, ich glaube, bestimmt 5-mal getroffen. Ja, das heißt, das war kein besonderes... LOL, Factory. Factory ist nördlich davon, oder? Ja, aber nicht gerade um die Ecke. Und nicht ich hier bin auch nicht gerade um die Ecke. Ja. Mal ganz kurz gucken, Control, es gibt auch Outrun auf jeden Fall. Bist du da 100%ig sicher? Ziemlich, ich hab mir das nämlich schon mal eingestellt gehabt, meine ich. Move fast. Das ist hier wieder, glaube ich, die böse Stelle, wo ich gegen den Sniper versagt habe. Oder gleich kommt ihr zumindest links. Lass drauf, wir rennen einfach jetzt. Ich werde zumindest einmal probieren, meine Sachen wieder zu holen. Wenn nicht, dann halt nicht, wa? Ganz genau, dafür waren die Sachen einfach zu awesome. Ich meine, uns war eigentlich schon fast klar, dass wir diese Aufnahmesession draufgehen, aber wir dachten, wir würden wenigstens nochmal kurz so ein bisschen auf den Sniper-Hügel vor Elektro gehen und dann uns ein kleines Battle liefern. Vielleicht passiert noch was Witziges, aber da wir jetzt einfach während des Schwimmens weggesnackt werden, ist natürlich antiklimaktisch, sag ich mal. Oder wie das nennt.
Weil wenn ich jetzt Autorun hätte, würde ich jetzt nachgucken, was Wikipedia zur antiklimaktischen Umwelt sagt in dem Kontext. Ja, man kennt ja Klimax, ne? Also Höhepunkt. Ja, war mir nicht bekannt, echt das Wort. Muss ich mich outen. Climax. Muss ich mich als Deutschnub outen? Und da habe ich sowas zu mir angelockt. Eigentlich unnützes Wissen, wa? Na, so nützt es das gar nicht. An unnützes Wissen auch nie unnütz. Ah, wo wir schon dabei sind, wa? Komm, gib mir mal einen raus. Was haben wir denn hier? Irgendwie logge ich keine Zombies an, obwohl ich hier wie so ein bescheuerten durch die Gegend renne. Aber da habe ich 50% aller Notfallpatienten in Deutschland sind alkoholisiert. Das ist nicht. Das ist ganz schön krass. Ja, Alkohol scheint gut zu sein. Irgendwie habe ich den Zombies direkt schon wieder verloren. Was ist denn hier los? Irgendwie verwirrt mich das gerade ein bisschen. So, ich sehe die weit entfernte Insel. Ich sehe, glaube ich, auch schon die Felsen, zu denen ich hingeschwommen sein wollte, um mich zu retten. Aber wo war der Motherfucker? Der saß auf der kleineren Insel direkt vor der Rieseninsel. Das ist echt nur eine ganz kleine Insel, ich sag mal so. Ah, wie groß also könnte die sein? Der war hinter uns quasi. Ja, der war seitlich links, der war links von uns und saß auf der Insel. Also müsste ich ja eigentlich an dem vorbeirennen. Aber der saß halt, die Insel war näher an. Ja, an Skalisti Island dran als an Festland. Okay. Meint Dennis diese Insel? Also sie ist aber deutlich hinter Kamishovo, das kann ich dir auch schon sagen. Wenn du an Kamishovo vorbei rennst. Ist das so eine längliche gewesen? Nee, das ist eine ganz. Das, ich sag mal, was heißt Insel? Ich sag mal eher Sandbank von der Größe her. So, wenn wir einen Sprint machen würden, würde ich sagen, du brauchst vielleicht 3 Sekunden maximal bis auf die andere Seite, bis in jede Richtung. Okay, krass. Also wirklich nur so. Ich sag mal, von mir ist ein großer Felsen. Irgendwie so. Dann sehe ich das leider nicht. Das ist, wenn du an Kamishovo schon vorbeigerannt sein solltest. Ja, bin ich. Hast du links so einen kleinen Tümpel, an dem du noch vorbeirennst. Irgendwann. Ich hab überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Und hinter dem Tümpel, wenn du dich von da aus nach rechts aufs Wasser drehst, ist das die erste Insel, die erste kleine Insel, die du dann sehen würdest, wenn du dich dann nur langsam drehen würdest. Ich glaube, da schwimmt einer. Ja, das kann gut sein, hat der jetzt versucht, unsere Sachen zu holen. Problem ist, du hast keine Waffe, sonst willst du den jetzt wegsnacken. Ja, ganz genau. Jetzt brauche ich natürlich wieder eine halbe Ewigkeit. Weil ich gehe jetzt auch schwimmen. Der Bram braucht noch viel länger. Ich bin jetzt in Solgici, ich brauche noch 2 Quadranten laufen nur. Also, weiß nicht, ich schnapp irgendeine Waffe und versuche den wegzusnacken, wenn geht. Ich bin schon am Schwimmen. Überleg schon die ganze Zeit, ob ich nicht in Solgici jetzt einfach durch die Häuser rennen soll und hoffe, dass ich irgendwo eine Makarov finde, damit ich ihm gleich einfach eine geben kann, während er noch. Das wird schon reichen, ich sehe den da vorne rumschwimmen. Ja, aber das wird echt schon reichen. Wobei der ist schon sehr weit an der Insel hinten. Sucht ihr denn jetzt die Leiche? Weiß es nicht. Ich weiß selber nicht mehr hundertprozentig, wo ich war. Ich war so geschockt. Aber kann ich ja ganz gut auf den Boden gucken auch. Ich glaube, der kommt mir jetzt entgegen. Er schwimmt in meine Richtung, wie geil ist das denn? Gleich ein Wortbattle oder was? Ey, Motherfucker! Ey, Wichszombies, rennt mir ruhig hinterher, ist mir egal. Ich bin immer noch dafür, dass hier ein automatisierter Zug hin und her fahren sollte.
Ja, immer noch.